Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von mir. 10 Jahre Otto-Brenner-Preis, ist das wirklich schon so lange her? Die Aufmerksamkeit für Qualitätsjournalismus. Ich meine, die deutsche Presse hat es eigentlich relativ einfach. Die macht immer durch Krisengerede auf sich aufmerksam. Das Fernsehen ködert uns mit Unterhaltung und mit der Simulation von Augenzeugenschaft. Und das Internet ist sowieso überall auf unseren Smartphones und sonst wo. Das Radio hat es damit verglichen etwas schwerer. Es macht gute Arbeit, ist aber ein bisschen in den Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit geraten. Bei der Jury des Otto-Brenner-Preises war es in diesen Zeiten, in diesen 10 Jahren immer anders als der allgemeine Trend. Wir hatten immer eine Aufmerksamkeit für den Hörfunk. Sie haben es auch heute Abend schon erlebt. Die Preise für Eva Achinger und für Matthias Greffrath, beides Kollegen, eine Kollegin, die auch viel für den Hörfunk arbeiten. Und so ist es auch bei unserem dritten Preis, der geht an Sebastian Strube. Die Digitalisierung erfasst alles, die Menschen und ihr Freizeitleben, Verwaltung und Medien und natürlich auch die Arbeitswelt. Unter den wenigen journalistischen Beiträgen, die das allmähliche Heranwachsen einer digitalen Arbeiterklasse bislang thematisiert haben, sticht das Radio-Feature von Sebastian Strube heraus. Er beschreibt analytisch, wie fließbandähnliche Büroarbeiten derzeit schon und künftig noch mehr von Unternehmen parzelliert werden und portioniert werden und dann an digitale Kleinunternehmer übertragen werden. Adressrecherchen, Schreibarbeiten und vieles mehr, alles können die Crowdworker erledigen, von denen den Auftraggebern meistens nur die digitale Identität bekannt ist und die für ihre Mikroaufträge selbstredend schlecht bezahlt werden. Strube hat Arbeitgeber und Arbeitnehmer dieser Branche im Zwielicht getroffen und gesprochen. Er wirft Blicke in die USA, wo er den kritischen Informatiker Six Silverman aufgetrieben hat, und er fragt, wie eine Interessenvertretung für eine neue Arbeiterklasse aussehen könnte. Strube hat sein vielfältiges Material auch akustisch klug kombiniert und überzeugt zusätzlich damit, dass er Rollenjournalismus betrieben, nämlich das Crowdworking, an sich selbst ausprobiert hat. So kann der Hörer miterleben, wie es ist, aus der Anonymität heraus sich Cent um Cent zu erarbeiten. Diese Stundensendung des Bayerischen Rundfunks aus der noch immer vitalen Reihe Radioreihe Zündfunk ist ein Musterfall für antizipatorischen Journalismus, weil sie aufzeigt, was da kommt, damit unsere Gesellschaft weiß, worauf sie sich auch regulatorisch einrichten muss. Herzlichen Glückwunsch. Sebastian Strube, nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Vielen Dank. Sie haben ja sozusagen den Selbstversuch gemacht. Sie haben selbst als Crowdworker gearbeitet. Wir haben es gerade kurz gehört. Sie haben Adressen zusammengesucht. Was haben Sie genau gemacht? Unter anderem eben Adressen zusammengesucht, weil das ist so immer so ein typisches Beispiel. Da wird einem dann von Leuten, die diese Arbeit anbieten, gerne gesagt, ja, Adressen zusammensuchen, ja, 5 Cent klingt nicht viel, aber so eine Internetadresse hat man ja in 10 Sekunden zusammengesucht. Wenn man das dann selber macht, merkt man, dass man zum Beispiel auf einmal die Adressen von japanischen Atomwissenschaftlern auf japanischen Webseiten suchen soll und man mitnichten 10 Sekunden braucht, sondern mehrere Minuten, wenn man sie überhaupt findet. Mhm.
Was haben Sie unterm Strich verdient? Ich bin im allerbesten Falle auf 2 bis 3 Euro gekommen. Und das sind dann schon die hochwertigeren pro Arbeiten. Stunde, ja. Genau, in der Stunde der Textproduktion oder Contentproduktion, würde man da wohl eher sagen. Wobei es tatsächlich Leute gibt, für die ich die höchste Bewunderung habe, die das quasi hauptberuflich machen und die da eine Akkord-Content-Produktion hinlegen, die da irgendwie 5-6 Euro in der Stunde schaffen. Mir wäre das unmöglich. Was ja immer noch kein besonders toller Stundenlohn ist. Rund 500.000 Menschen sind das inzwischen, die weltweit für Mechanical Turk, also die Firma von Amazon, arbeiten. Die Löhne sind in der Regel sehr niedrig. Es gibt keine rechtliche Absicherung für diese Leute. Und es gibt ein ziemlich brutales Rating-System ja auch. Also wer nicht effektiv genug arbeitet, der fliegt einfach raus. Das klingt ja nach Ausbeutung 2.0. Wo wäre denn da besonderer Regelungsbedarf? Es scheint ja völlig ungeregelt. Also es gibt erstmal Regelungsbedarf auf diesen Plattformen. Wir haben ja vorhin schon über Sharing-Kapitalismus kurz was gehört. Es ist einfach so, dass diese Plattformen, wie sie eben von Amazon angeboten werden, sich völlig aus der Verantwortung ziehen. Nämlich sagen, wir sind ja nur Marktplattformen, wir sind sozusagen eine Verlängerung des freien Marktes. Und was da passiert, wenn die Leute für 5 Cent in der Stunde arbeiten, dann ist uns das wurscht. Dann ist das offensichtlich der Preis, für den die Leute arbeiten. Tatsache ist aber, dass diese Plattformen einen sehr großen Einfluss darauf haben können, wie viel dort gezahlt wird, wie die Kommunikation, die bisher nicht vorhandene Kommunikation zwischen Auftragnehmern und Auftraggebern läuft. Wenn ich als Auftraggeber einem Auftragnehmer den Lohn vorenthalten kann, also ihn nicht bezahle und der Auftragnehmer keinerlei Chance hat, dagegen Widerspruch einzulegen, weil es einfach technisch überhaupt nicht vorgesehen ist, dass es einen Rückkanal gibt, dann ist das ein Riesenproblem, dass sich eigentlich sehr einfach durch einen Button auf einer Webseite lösen lassen würde, was aber nicht gemacht wird. Das Thema wird von der Politik eigentlich noch ziemlich ignoriert. Formieren sich denn inzwischen Interessenvertretungen der Crowdworker? Also es haben sich vor allen Dingen in den USA, wo es das ja schon länger gibt, formieren sich die Crowdworker in Foren tatsächlich, weil das Problem der Crowd ist, dass sie anonym ist, dass ich theoretisch mit 500.000 Leuten an einem Projekt arbeiten kann, aber nicht weiß, keinen anderen kenne davon. Und auf diesen Foren treffen die sich und da treffen sich vor allen Dingen die sehr aktiven Crowdworker und da wird sich dann zum Beispiel darüber ausgetauscht, welche Auftraggeber besonders schlecht bezahlen, besonders oft den Lohn vorenthalten und da werden auch Boykotts zum Beispiel verabredet gegen schlechte Auftraggeber, die dann tatsächlich auch Wirkung zeigen können. Also da entsteht sozusagen aus Foren, Webseitenforen, so ein Nukleus von Gewerkschaften tatsächlich schon. Ihr Stück ist auch ein Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, wie sich die Arbeit durch die digitale Welt verändern wird? Das hat ja schon viel von Fließband, wie Sie das da charakterisieren. Also klar, es wird sich zeigen, dass vermutlich auch Bürojobs in Zukunft in De-Skilling, heißt das so schön, also schwer zu übersetzen, vereinfacht runtergebrochen werden auf kleine Stückchen arbeiten, die ganz, ganz leicht outgesourced werden können. Also, buchhalterische Tätigkeiten etc. Und natürlich gibt es große Firmen, die daran arbeiten und die daran ein Interesse haben, weil es schneller geht, das mag noch nachvollziehbar sein, aber natürlich auch sehr, sehr viel billiger ist und auch arbeitsrechtlich zumindest im Moment noch einige Vorteile mit sich bringt, so für die Arbeitgeber zumindest. Das wird sich ja hoffentlich dann irgendwann mal ändern. Herzlichen Dank, Sebastian Strobe, herzlichen Dankeschön. Glückwunsch nochmal.